Heute machen wir zusammen diesen super leckeren und fluffigen Blitzkaiserschmarrn. Dafür 4 ganze Eier mit 200 ml Milch, einem Esslöffel Öl, einer Packung Vanillezucker, einer Prise Salz, gut vermengen. Wenn es dann gut verquirlt ist, geben wir 200 Gramm Mehl, eine halbe Packung Backpulver dazu und kneten das Ganze nochmals mit dem Handrührer. Wenn der Teig dann so gut aussieht, geben wir etwas Butter und Öl in eine Pfanne, lassen die Butter schmelzen und geben dann unseren Teig dazu. Diesen braten wir ganz kurz auf niedriger Stufe an, um ihn dann zu wenden und auch von der anderen Seite nochmals schön Farbe bekommen zu lassen. Sobald er dann Farbe bekommen hat, machen wir daraus kleine Stückchen, die wir dann auch nochmal schön anbraten, sodass sie rundum eine schöne Farbe bekommen. Und geben dann nochmal etwas Butter dazu, um dem Ganzen noch den letzten Feinschliff zu geben. Als allerletztes geben wir dann noch Puderzucker dazu und verrühren das Ganze nochmals, damit es schön karamellisiert und das Ganze eine ganz, ganz tolle Farbe bekommt. Und so schnell hast du deinen eigenen Kaiserschmarrn gemacht, den wir jetzt anrichten können und dann mit etwas Puderzucker und Apfelmus bzw. Preiselbeerengelee servieren können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachkochen.